Next-Gen-Update. Nice. Installieren. Was ist das denn für eine... Der Entwickler des Mittelalterspiels Manalords bittet darum, das Spiel nach dem Early Access jetzt nicht kaputt zu machen. Und Bethesda hat mit seinem Next-Gen-Update die Community in die Mülltonne geworfen. Allerdings gibt es Möglichkeiten, wie man das Spiel doch noch in der Vorgängerversion wieder an den Start bekommt. Der High-End-Grafikprozessor Navi 41 sollte voraussichtlich auf der Radeon RX 8900 XTX zum Einsatz kommen und mindestens 144 Compute Units bieten. Dazu wird es aber nicht kommen. Willkommen zu den PCGH-News dieser Woche. Du brauchst einen neuen Gaming-PC, möchtest aber nicht selber schrauben? Wir bei Krotus Computer fertigen hochwertige Gaming-PCs mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten und individueller Beratung zu fairen Preisen. Schau einfach mal auf unsere Website vorbei. Das Strategiespiel Manalords ist vergangene Woche höchst erfolgreich in den Early Access auf Steam gestartet. Der mittelalterliche Titel, der von Kunst und Architektur des späten 14. Jahrhunderts in Franken inspiriert wurde, ist zwar bereits spielbar, aber einige Features fehlen noch. Sie sollen während der rund ein Jahr andauernden Testphase hinzugefügt werden. Der Entwickler Greg Stitchin hat die Tester darum gebeten, sich bei Manalords zurückzuhalten, denn diese nutzen den Burgplaner für Dinge, die für diese eigentlich nicht gedacht war. Ich habe gerade gesehen, wie ein Pressetester versucht hat, sich einen Weg zu bahnen und Stadtmauern mit dem Burgplaner zu bauen, schrieb der Entwickler kürzlich auf X. Ich werde in einem Update ein richtiges Stadtmauertool hinzufügen. Der Burgplaner ist für Herrenhäuser Burgen gedacht. Ich hätte es für den Moment sperren sollen. Zwar lassen sich in Manalords derzeit Holzzäune errichten, dies reicht aber anscheinend den Spielern nicht aus, die auf historische Genauigkeit setzen. Die Verwendung des Burgplaners richtet in dem Spiel zwar keinen irreparablen Schaden an, wirkt sich aber trotzdem auf das Bausystem aus und bringt es durcheinander. Wenn Spieler ihr Dorf mit dieser improvisierten Stadtmauer begrenzen, könnte dies in Zukunft zu Problemen führen. Stitchin ist zwar nicht überrascht, dass die Nutzer sein Spiel auf unerwartete Weise verwenden. Es ist nicht allzu schwer, da es noch nicht fertig ist, aber ich habe nicht erwartet, dass die Presse es präsentiert, so der Entwickler. Wie der Entwickler zuletzt angab, habe Manalords seit der Preview-Version einige Updates und Fixes erfahren. Für den folgenden Patch sind größere Anpassungen gedacht, die er auf X veröffentlichte. Es wird Fehlerbehebungen für Obdachlose geben, der Schaden der Bogenschützen wird angepasst, Mechaniken beim Überangebot und Handelswaren werden angepasst, die Rate, mit der die KI neue Territorien besetzen, wird verlangsamt und die Effizienz und der Lagerraum des Sägewerts werden verbessert. Insbesondere die KI und dessen Annektierung neuer Gebiete sorgt bei den Fans für Kritik, wie ein Blick in die Steam-Rezension zeigt. Diverse Spieler bemängelten, dass die NPC-Mitbewerber viel zu schnell neutrale Territorien einnehmen. Das dürfte sich mit dem kommenden Patch endlich ändern, wobei auch eine reaktive KI wohl weiterhin neutrale Gebiete annektieren wird, wenn auch langsamer als bisher. Auch wenn Bethesda schon im Vorfeld angekündigt hatte, dass das Next-Gen-Update für Fallout 4 möglicherweise zu Problemen mit den Community-Mods führen könnte, ist der Aufschrei der Spieler nicht weniger groß. Wie eine Stichprobe der Stimmungslage unter den aktiven Spielern von Fallout 4 zeigt, lehnen große Teile der Modder und der Community das Next-Gen-Update ab, da es, wie von Bethesda im Vorfeld angekündigt, zu Problemen mit der Kompatibilität der Community-Mods führen kann. Einige Rezensionen fassen die Stimmung so zusammen. Bethesda aktualisiert ein 9 Jahre altes Spiel mit einer aktiven Modding-Community, nur um alle Mods zu zerstören, keine Fehler zu beheben und den Spielern nicht zu erlauben, ihre Version zurückzusetzen. Niemand möchte diese Updates. Wir wollen sie nicht mit Skyrim, wir wollen sie nicht mit Fallout. Dieses Spiel ist so, als ob KFC sein Hähnchen nur halb gekocht hätte, weil die Leute es technisch gesehen selbst fertig kochen können. Und jetzt hat mein Computer Salmonellen. Spieler berichten ununterbrochen davon, dass sämtliche ihrer Mods durch die Installation des Next-Gen-Updates völlig unbrauchbar gemacht wurden. Ein echtes Worst-Case-Szenario für ein Spiel wie Fallout 4, welches insbesondere von seiner aktiven Modding-Community lebt. Auch wenn damit zu rechnen war, dass einige Mods nicht mehr funktionieren könnten, war ein solches Desaster und das damit verbundene vernichtende Urteil der Fallout 4 Community sicherlich nicht von Bethesda intendiert. Nun sieht man neben der positiven Gesamtbewertung des Spiels anhand einer neuen Statistik, wie sehr die negativen Rezensionen nach dem Next-Gen-Update explodiert sind. Wie Bethesda auf die massive Kritik aus der Spieler- und Modding-Community zu reagieren gedenkt, ist nach wie vor unklar. Viele der Spieler fordern, dass das Next-Gen-Update zurückgenommen oder eine Möglichkeit geschaffen wird, dieses optional ausgesetzt oder die Vorgängerversion wiederhergestellt werden kann. Bei all dem Chaos keimt aber Hoffnung auf, denn das Spiel ist auch DRM und online zwangfrei bei GOG.com erhältlich. Dank der dort verfügbaren Offline-Installer sind Zwangsupdates kein Thema, eine echte Empfehlung für geplagte Spieler. Außerdem gibt es dort eine Rollback-Funktion. Auf Steam hingegen gestaltet es sich durchaus schwieriger. Beim Galaxy-Client von GOG läuft das Downgrade auf die Vorgängerversion wie folgt. Über das Einstellungsmenü neben dem Spiele-Button lässt sich die Rollback-Funktion mittels Installation verwalten, konfigurieren, entsprechend aktivieren, indem die automatischen Updates deaktiviert werden. Wie am Beispiel von Cyberpunk 2077 zu sehen ist, lässt sich im Anschluss die gewünschte Version auswählen und sich das Spiel auf diese zurückrollen. Ein Feature, welches auf Steam gut zu Gesicht stehen und in vielen geplagten Fallout-Spielern sicherlich weiterhelfen würde.
Wir sind gespannt, wie und ob die Wogen noch offiziell geglättet werden. You may need to upgrade your PC for this game, but it's got a lot of great stuff going on in it and the fans are responding awesome. Fix und Felix. Sind auch ihre Kartons kaputt? Felix kommt vorbei und macht sie wieder fresh mit Edding. Wie der stets gut informierte Lika Kepler L2 im Forum von NNTech mitteilte, hat er in einem der neuesten Linux-Patches eine interessante Entdeckung gemacht, welche darauf hindeutet, was hätte sein können. Der High-End-Grafikprozessor Navi 41 XTX auf Basis der RDNAVI-Grafikarchitektur sollte aller Voraussicht nach wohl auf der mittlerweile gestrichenen AMD Radeon RX 8100 XTX zum Einsatz kommen und mindestens 144 Compute Units bieten. Dazu wird es aber nicht kommen, da aktuellen Informationen zufolge nur die kleineren GPUs Navi 48 bzw. Navi 44 an den Start gehen sollen. In der höchstmöglichen Leistungsklasse soll AMD mit der Generation nicht mehr antreten. Wie die Entdeckung von Kepler L2 belegt, sollte der größte der RDNA4-Chips, der Navi 41 XTX oder auch Navi 4X im Vollausbau auf insgesamt 9 Shader Engines zurückgreifen können. Im Vergleich hierzu kommt ein AMD Navi 31 XTX nur auf insgesamt 6 Shader Engines, was in 96 Compute Units resultiert. Bei einem unveränderten Aufbau hätte Navi 41 XTX mindestens 144 Compute Units bzw. 18.432 Shader-Einheiten bereitstellen können. Der direkte Vergleich mit der Radeon RX 7100 XTX mit Navi 31 XTX macht deutlich, welch mächtige GPU ein Navi 41 XTX im Vollausbau auf einer potenziellen Radeon RX 8900 XTX hätte werden können. Zum Release einer RX 8900 XTX mit Navi 41 XTX oder einer Radeon RX 8900 XT mit Navi 41 XT wird es aber aller Voraussicht nach nicht kommen, da AMD nach der ersten Generation der RDNA-Architektur RX 5000 wiederholen und maximal die gehobene Mittelklasse mit RDNA 4 bedienen soll. Die Redaktion von PCGH hat alle bislang bekannten Fakten und Spekulationen zu den Radeon RX 8000 und RDNA 4 zusammengefasst und entsprechend eingeordnet. Ich hoffe, ihr verzweifelt nicht vor dem PC, um Fallout 4 wieder zum Laufen zu bekommen und lasst euch mal ein bisschen Sonne auf den Latz knallen. Lasst bitte noch einen Daumen nach oben da und die Abo-Glocke erklingen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye! Auf den Latz knallen.